Herzlich willkommen zum Soul Food Journey Podcast und einer neuen Soul Session mit Bernadetta Salini. Mein Name ist Kira und ich bin Host vom Soul Food Journey Podcast, Gründerin von Soul Food Journey, der Plattform für Persönlichkeitsentwicklung für Menschen mit einer Essstörung. Und ich freue mich heute riesig, diesen Inhalt mit dir zu teilen, da es um die Schönheit deiner eigenen Seele geht. Ich wünsche dir unglaublich viel Inspiration und ganz viel Freude mit diesem Interview. Herzlich willkommen zum Soul Food Journey Podcast, liebe Bernadetta. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wir heute etwas mehr über dich erfahren und auch über Seelenkannibalen, was dein Herzensprojekt ist. Darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Magst du uns denn mal ein wenig über dein heutiges, bevor wir so in die Vergangenheit auch eintauchen und deine Reise beleuchten bis heute, würde ich ganz gerne erstmal so einen Einblick bieten, wer dein Ich heute ist. Also was dich so als Persönlichkeit ausmacht, wie du dich selbst eventuell beschreiben würdest, wie Freunde dich beschreiben würden, so wie es dir am leichtesten fällt, deine Persönlichkeit in Worte zu fassen, was, wie ich weiß, nicht immer leicht ist. Doch. Einfach um so ein Gefühl zu bekommen, wer hier heute spricht. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ne? Ja, genau. Ich glaube, das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich gesund werden wollte. Ne? Wer bin ich eigentlich? Ne? Und die Frage beschäftigt mich bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das, was ich alles erfahren habe auf dem Weg zu mir selbst, ist, dass ich auf jeden Fall eine sehr ehrliche Person bin, eine Person, die ihre Intuition folgt, die schon immer eine sehr gute Intuition bzw. Bauchgefühl hatte und sich da irgendwo verloren hatte unterwegs. Und heute bin ich die, die ihrem Herzen folgt, wenn ich das mit einem Satz erklären könnte. Ja. Ja. Oh. Das ist so schön, weil ich mir auch vorstellen kann, also wie du gerade schon erwähnt hast, die war sicherlich immer da, diese Verbindung zur Intuition, zum Herzen, doch du hast sie auf jeden Fall nicht immer gelebt, beziehungsweise sie war überdeckt. Und das würde ich auch gerne direkt als kleinen Türöffner in deine Geschichte nutzen wollen. Wie sah denn dein Leben zu der Zeit aus, als du diese Verbindung zu deinem Herzen, zu deiner Intuition nicht, sagen wir mal, gespürt hast? Mhm. Wie sah dein Leben zu dem Zeitpunkt aus? Schrecklich einfach. Und zwar, ich habe mich immer sehr viel im Außen orientiert. Extrem im Außen. Auch was das Aussehen angeht, was Kleidungsstil angeht, was die Figur angeht, was Kindererziehung angeht, was alles angeht, war einfach, ja, wenn ich mache das genauso wie die anderen, die bewundert werden, denn dann bin ich auch richtig. Und ich habe mir schon damals die Frage gestellt, was ist für mich richtig? Habe ich überhaupt irgendwelche Werte oder wie will ich meine Kinder erziehen? Und wie will ich überhaupt sein? Welche Ehefrau will ich sein überhaupt? Und welche Freundin bzw. welche Freunde möchte ich haben? Ja, und ich hatte dann gemerkt, dass ich immer irgendwo reingerutscht bin und mich dann sehr gut angepasst habe. Denn damals hatte ich das Gefühl, oh, ich bin toll, ich kann mich sehr gut anpassen. Also ich fand das wirklich gut. Ne? Und das habe ich schon sehr früh lernen dürfen, dass es gut ist, dass es Vorteile bringt, wenn man sich anpasst, wenn man lieb ist. Mhm. Und das habe ich dann ins Erwachsenenalter übertragen. Und mich in viele Geschichten reingebracht, die einfach gar nichts zu mir gehört haben. Mhm. Woran würdest du sagen, ist dir das aufgefallen, dass du dich angepasst hast? Denn solange, und das kennen sicherlich auch viele, die zuhören, eine gewisse Zeit läuft ja so ein Muster unterbewusst auch sehr gefühlt ferngesteuert, fremdgesteuert, automatisch ab. Wo hast du das gespürt oder wo hast du selber angefangen, dich zu fragen, hä,
wer ist das eigentlich oder wer macht das hier gerade, was ich hier mache? Mhm. Wo war das? Wann war das? Ich hatte schon sehr viele Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und schon wurde schon mehrmals vom Leben so angetupst, wie zum Beispiel meine zweite Schwangerschaft, die dann nicht so gut gelaufen ist. Und auch die Geburt und auch diese Zeit danach, nach meinem zweiten Kind, da ging es mir sehr, sehr schlecht. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, was mache ich hier eigentlich? Und ich erinnere mich an einen Tag, wo ich mich im Bad übergeben hatte und meine Kinder zugehört haben draußen. Mhm. Und das war für mich so der Augenöffner, wo ich dann gemerkt habe, oh Gott, was machst du hier? Du hängst über die Schüssel, deine Kinder klopfen da an der Tür, rufen nach der Mama und du bist wie in einer Trance. Und da ist in mir der innere Beobachter wach geworden. Ich habe mich tatsächlich gesehen, so bildlich vor den Augen, einfach das, was ich tue. Und in dem Moment war das, oh nein, was bist du für ein Vorbild? Bist du das, was du tust? Aber ich habe es tatsächlich geschafft, mir darüber keine Vorwürfe zu machen, sondern es war, aha, das bist du nicht. Du tust das nur. Aber da gibt es einen Teil in dir, der das gerade gesehen hat. Mm. Der das von außen beobachten konnte und der dir einfach sagt, hey, das ist nicht richtig, was du hier machst. Das war der Moment, wo ich sozusagen zum Beobachter wurde, meines Selbst. Und habe mich dann gefragt, wie würde dein Leben aussehen, wenn du das nicht mehr machen müsstest? Und das war die auch eine der größten Fragen, die dann in mir aufgekommen ist, die ich dann angefangen habe zu beantworten für mich selbst. Hm. Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen, als du das mit deinen Kindern gesagt hast, dass du da über der Schüssel, wie es bei der Bulimie halt so ist, über der Schüssel hängst und dass an der Tür deine Kinder klopfen und es in dem Moment so einen Klickmoment gab. Ja. Wussten denn oder bis zu dem Zeitpunkt oder wie lange hatte ich denn bis dahin die Bulimie schon begleitet und hast du schon mit Menschen darüber gesprochen oder wie sah dein Weg bis zu diesem Moment, den du gerade beschrieben hast, wie sah der bis dahin aus, so dein Weg? Also ich hatte mit 16 angefangen erstmal zu hungern, also ich bin so, sage ich mal, so der typische Fall, der mit Anorexie anfängt und dann ist es in die Bulimie reingerutscht, wo ich dann tatsächlich sehr, sehr wenig gegessen habe und den Hunger einfach nicht aushalten konnte. Und ich hatte die Bulimie gar nicht als Krankheit gesehen. Das ist für mich diese Erkenntnis, wo ich sage, das war 20 Jahre mein Leben und die hat mich mehrmals am Tag begleitet. Also es gab Tage, wo ich dann 8-mal mich übergeben musste. Und jeder weiß, wenn an Bulimie leidet, da muss man erstmal ein paar Stunden dafür essen und vielleicht noch mal ein paar Mal einkaufen gehen zwischendurch, um reichlich da zu haben. Und dann wurde es irgendwie immer, vielleicht nicht weniger, aber als ich meine Kinder bekommen habe, habe ich nach wie vor das gemacht, aber weniger. Mhm. Ich hatte das schon unbewusst so gemacht, dass ich immer weniger gespuckt habe, obwohl das immer schon sozusagen zu meinem Tagesablauf gehörte. Sie war einfach da, das war nicht schlecht, das war nicht krankhaft, das war einfach mein Leben. Mhm. Und ich habe das überhaupt nicht gesehen, dass das was Falsches ist. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo meine Kinder dann angeklopft haben. Und was mich so zum Nachdenken gebracht hatte, das war 2014, da bin ich in eine tiefe Depression gefallen. Das war, meine Tochter war damals 9 Monate alt.
Und ich bin von der Weihnachtsfeier von meinem Sportclub nach Hause gekommen und ich wusste, ich werde da nicht mehr aufstehen. Ich lege mich jetzt ins Bett und ich weiß nicht, wann ich aufstehe. Und zu der Zeit konnte ich meine Kinder gar nicht anfassen oder anschauen. Ich war so fertig, mein Körper war so fertig, dass ich wusste, oh Gott, sterbe ich jetzt? Ist das jetzt der Gang? Ist das jetzt der Weg, den ich einfach im Bett, einfach, wo meine Seele einfach meinen Körper verlassen will, weil das ihr nicht gefällt, zum Beispiel, was sie mit ihm macht, ja? Und da lag ich so ein paar Tage, das war Weihnachtszeit, und mein Mann hatte sich um die Kinder gekümmert. Und ich habe mich dann gefragt, Benja, was machst du hier? Warum passiert das dir? Warum kannst du jetzt nicht mehr aufstehen? Warum kannst du heute nicht in die Küche gehen, dir eine Packung Nudel kochen, Süßigkeiten essen und einfach so weitermachen wie bis jetzt? Aber zu dem Zeitpunkt ging das nicht. Auch die Bulimie hatte mir nicht geholfen. Und das war die Zeit, wo ich tatsächlich nachgedacht habe, ist es das, was du haben willst? Und warum landest du hier? Und natürlich wurde mir klar, ich hatte zwei Kinder. Meine Tochter war, wie gesagt, 9 Monate alt. Mein Sohn war damals 4. Mhm. Und ich war schon seit 3 Jahren selbstständig. Ich hatte, wo mein Sohn 1 Jahr alt war, habe ich mich selbstständig gemacht mit einem Fitnessstudio. Mhm. Ja, und das war mir einfach viel. Das war mega viel. Und auch in dem Moment ist mir klar geworden, dass ich das nicht für mich gemacht habe. Diese Selbstständigkeit, das war nicht meins. Ich wollte damals nur meinem Vater wahrscheinlich beweisen, dass ich was kann. Und ja, ich habe es bewiesen, aber es hat mich wirklich total kaputt gemacht in dem Moment. Mein Körper hat einfach nicht so weitermachen wollen. Und das war so im Nachhinein das größte Geschenk, was mir passieren konnte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das glaube ich. Du hast es gerade so ein bisschen durchscheinen lassen. Ja, genau. Dass so beispielsweise jetzt auch Anerkennung vom Außen, ob es jetzt der Papa ist oder ob es dein Mann ist oder generell das Umfeld oder auch von dir selber, um dir selbst was zu beweisen. Wenn du das von heute aus so rückblickend wie ein Film betrachtest, wie dein Leben ausgesehen hat, was kannst du aus heutiger Sicht sagen, welche Funktion einfach dieses Verhalten mit dem Namen Bulimie, doch was dieses Verhalten für eine Funktion in deinem Seelenleben hatte? Mhm. Du meinst das die Bulimie? Genau, genau. Also mein Leben war einfach zum Kotzen, ja. Und ich habe das einfach nicht sehen wollen. Und die Bulimie, sage ich mal, die war einfach dafür da, um mir zu zeigen, dass ich auf dem falschen Weg bin. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, genau nach meinen Regeln und Werten zu leben, ist sie einfach weggegangen praktisch. Ja, und die war für mich das war für mich ein Geschenk. Das war für mich ein Geschenk, was mir gezeigt hatte, du bist, Benja, auf dem falschen Weg. Das heißt, du hast vorher sehr lange auf ein Leben gelebt, was viel auf Regeln oder auch Werten und auf Bedürfnissen wahrscheinlich aufgebaut hat, die nichts mit dir selber zu tun hatten, sondern etwas waren, was du von außen ja als richtig oder falsch wahrgenommen oder interpretiert hast. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, ich finde das so spannend, weil ich glaube, dass es auch etwas ist, was uns alle miteinander verbindet. Dieses Leben aufgebaut auf dem Außen, über die eigenen Gedanken natürlich. Ja. Und dann dieser Schritt, wirklich diesen Blick auch richtig umkehren, also richtig umzukehren und den Blick nach innen zu richten. Wie hast du das gemacht? Wie hast du es geschafft,
neben dem Aufweck, also neben diesem Aufwachen, neben diesem Moment, wo es Klick gemacht hat und du dir angefangen hast, diese Frage zu stellen, wie sieht mein Leben eigentlich aus, wenn ich das nicht mehr habe? Was wird eigentlich möglich, wenn ich das nicht mehr habe? Ja. Wie hast du das gemacht, dass du den Blick auf dich, also auf dein echtes Ich, richten konntest? Ich hatte angefangen zu recherchieren. Also ich war schon immer ein Mensch, der, sage ich mal, schon immer zurechtkam. Ja? Und ich hatte das schon mal gemacht. Das war mit 21, da bin ich ausgewandert. Und da lebte ich noch in der Überzeugung, ich bin nicht genug und ich bin falsch und alle anderen sind besser als du. Und da hatte ich so einen, da hat es auch schon bei mir mit 21 Klick gemacht, ey, das bist du doch gar nicht. Und du verdienst ein besseres Leben, als deine Eltern das hatten. Und ich bin tatsächlich damals, habe ich meine Tasche gepackt und bin einfach ausgewandert. Ich habe gesagt, Eltern, ich verlasse euch jetzt, weil ich verdiene was Besseres. Das, was ihr mir erzählt, stimmt nicht. Und bin damals einfach nach Stuttgart gefahren. Ja, also als Au-pair-Mädchen, habe dann gesagt, so, ich fange jetzt ein neues Leben an. So, das war so das Erste, wo ich mich zum ersten Mal mit meinem Ich, ja, konfrontiert hatte, so auf mein Bauchgefühl und ja, ich muss hier weg. Ja. In dem Moment, und das ist, daran habe ich mich damals auch erinnert, wo ich im Bett lag, ist es mir wieder durch den Kopf gegangen. Wie hast du das damals gemacht? Wie hast du das geschafft, damals auch deine Familie zu verlassen, obwohl sie, ich hatte nur meine Familie zu der Zeit, weil ich durch meine Bulimie praktisch kaum rausgegangen bin. Und diese Gedanken waren wieder da und ich habe mich gefragt, wie willst du jetzt leben, Benja? Warum bist du jetzt hier in dem Bett und so weiter? Und ich habe angefangen, die Fragen zu beantworten. Ich bin zu vielen Seminaren gegangen, Persönlichkeitsseminaren, habe mir viele Videos angeschaut von Menschen, die das schon geschafft haben. Also es gibt auf YouTube so viele Videos von so vielen Frauen, die aus der Bulimie rausgekommen sind. Und ich habe mir das einfach zu meiner Abendroutine gemacht, wo ich mir einfach Videos angeschaut habe und Bücher gelesen habe, Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich angefangen, an mir zu arbeiten. Praktisch, ich habe jedes Gefühl umgeschrieben, ich habe jede meine Überzeugung in mir gefunden, die mir nicht so gut getan hat, die habe ich alle umgeschrieben und dann auf einmal war da so ein tolles Gefühl im Bauch, so eine Wärme, wo ich mir dann dachte, oh, ich bin hier richtig, weil das habe ich schon lange vermisst. Ja, ich tue Dinge, die mir gut tun, ich gehe raus, ich habe Zeit. Ich muss mich nicht mehr mit dem Einkaufen beschäftigen. Ich habe Zeit für meine Kinder und mein eigenes, mein das. Ich denke mal die wichtigste Frage. Ich habe mich immer gefragt, warum ärgern mich manche Sachen? Und irgendwann mal hat es mich auch geärgert, dass es mich ärgert. Ja. Und mein Mann sagte dann immer, ach komm, das ist nicht so wichtig, warum fällt es dir überhaupt auf, ja? Ich, doch, das ärgert mich. Und irgendwann wollte ich, dass es mich nicht mehr ärgert. Und dann habe ich nach Methoden gesucht, wie kann ich mich davon frei machen? Und warum triggern mich diese Sachen, ja? Das war auch einer der Wege, weil ich wollte mich nicht mehr ärgern. Ich wollte einfach fröhlich sein, zufrieden sein und mich nicht mehr ärgern. Und das war meine Motivation. Wenn mich irgendwas geärgert hatte, habe ich es mir aufgeschnappt, aufgeschrieben und habe dann 100 Fragen gestellt. Warum ärgert es dich? Was weckt es noch in dir? Wo ist der Teil noch in dir? Also das findest du, such weiter. Weil wenn du das gefunden hast, dann kannst du dich davon lösen. Und ja. Frei. Und ja, dann habe ich auch das gemacht, ja. Ja. wo ich dann einfach so freier wurde und mein Magen, mein Bauch immer ruhiger wurde. Ja. Ja.
Genau. Und wahrscheinlich auch viel entspannter, oder? Nicht mehr diese Anspannung und dieses Verkrampfen. Genau. Dieses Verkrampfen ging dann weg und mein Körper entspannte sich und ich muss sagen, ich war auch sehr, sehr, sehr wütend, sehr oft wütend, eigentlich auf mich selbst. Und das habe ich auch oft an meinen Kindern ausgelassen und ich habe mich dafür gehasst. Mhm. Und das wollte ich auch wieder nicht. Ich habe mich gefragt, wie kann ich eine entspannte Mutter sein? Und wie kann ich eine wertschätzende Ehefrau sein? Ich habe mir wirklich meine Gefühle, meine Werte aufgeschrieben, nach welchen ich leben möchte. Und danach habe ich dann gehandelt. In dem Moment, wo mir klar wurde, was mir für Werte im Leben wichtig sind, war alles entspannter. Weil ich wusste, das ist meins und das ist richtig. Und alles, was sich richtig für mich anfühlt, bin ich es. Und ja, das hat mir eine innere Freiheit gegeben. Ja. Ah, das hast du richtig schön beschrieben, finde ich. Und ich musste die ganze Zeit, während du gesprochen hast, hatte ich so einen Satz im Kopf und der hat die ganze Zeit in meinem Kopf gesagt, auf den Spuren der eigenen Emotionen. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist richtig. Ja. Hast du, wenn jetzt jemand zuhört, also Frau, Mann, Person, also wenn jetzt ein Mensch dabei ist, der gerade zuhört und der sich jetzt in diesem Moment zum Beispiel fragt, woher weiß ich denn, ob das jetzt gerade mein Gefühl ist oder ob ich gerade irgendetwas Falsches interpretiere und es nicht mein Gefühl ist. Also woher wusstest du auch, was sind die echten Gefühle? Also was sind die echten Gefühle, die wirklich zu dir gehören? Weil ich mir vorstellen kann, dass viele vielleicht auch an so einem Punkt sind auf ihrem eigenen Weg, wo sie was fühlen, doch das noch ein Stück weit anzweifeln. Ist das jetzt mein Gefühl oder was ist das jetzt genau? Oder ist es wieder etwas, was ich mir nur selbst erschaffe durch meine Gedanken, Glaubenssätze und so weiter? Woher wusstest du, was deins ist? Das war immer das Erste. Das war immer. Also Gefühl ist immer dann, solange der Kopf noch nicht dabei ist. Ja. Sehr guter Hinweis, das ist gut. Also in dem Moment, wo du anfängst darüber nachzudenken, ob das richtig ist oder nicht, ist es nicht mehr Gefühl, sondern dein Kopf und Verstand. Und das war genau das, wo ich tatsächlich angefangen habe, auf das Bauchgefühl zu hören. Das Gefühl ist ein Gefühl und das ist nicht der Kopf. Und es kommt oft vor den Gedanken. Es passiert schon hier im Bauch, vielleicht hier etwas höher. Und auf jeden Fall im Brustbereich war das immer bei mir, auch im Herzen. Und ich habe mir dann so einen Anker antrainiert. Ich habe immer meine Hand aufs Herz gelegt. Und habe dann nochmal nachgefragt, also war das jetzt mein Gefühl? Und wenn ja, dann wird es hier warm. Und so war das dann auch. Dann wusste ich, das gehört zu mir. Und ja, und für mich war das auch wichtig, aus dem Kopf rauszugehen. Mhm. Weil ich hatte auch immer gemerkt, dass, also wenn wir schon anfangen, darüber nachzudenken, ob das falsch oder richtig ist, dann werden wir irgendeine Antwort finden und werden auch Recht behalten. Ja, egal wie die Antwort dann ausfällt. Ja. Ja, und das ist das, was, denke ich mal, man vergraben sollte in dem Moment. Wirklich vergraben. Ich habe das tatsächlich vergraben, meine innere Stimme, die halt sehr, sage ich mal, nicht nett zu mir war. Und ich habe gesagt, ich will diese Stimme nicht mehr haben. Ich höre auch diese Stimmen nicht mehr. Die gehören nicht zu mir. Soweit war es mir klar. Sondern es waren Stimmen von den anderen oder vielleicht noch aus der Kindheit oder von den Lehrern oder von sonst irgendjemand, der, sage ich mal, damals ist vielleicht mal unbewusst, ja, aber nicht nett mit mir meinte. Und das habe ich versucht abzulegen und tatsächlich hier zurück in die Mitte, zu meiner Mitte zu finden und einfach in die Stille zu gehen und
darauf zu vertrauen. Ich wollte, in dem Moment, wo ich sie entdeckt habe, meine Stimme, wollte ich immer mehr davon haben. Wo gibt's noch was? Wo gibt's noch was? Also wie geht es nur weiter? Was kann ich noch? Was kann sie noch? Ja. Kann sie mir Antworten geben, auch wenn ich sie nicht frage? Ja. Mhm. Und tatsächlich war das so. Ja. Ich bin eines Morgens aufgewacht und habe gesagt, da war ich schon, das war letztes Jahr im Oktober, und da hat sie zu mir gesagt, Benja, das ist dein Sportclub, das ist nicht dein Leben, das musst du jetzt verkaufen. Und ich habe mich dann angezogen, bin in meinen Sportclub gefahren und tatsächlich, ich bin in einen Raum rein, der nicht mehr zu mir gehörte. Ich bin nach hinten gegangen in mein Büro und habe mir gedacht, was passiert hier jetzt? Also irgendwie, also das Gefühl ist da, das ist nicht dein Leben, also, und was machst du jetzt? Und dann dachte ich mir, okay, dann rufst du jetzt deine Franchise-Kollegen an und fragst du, ob sie den haben wollen. Und dann rufe ich eine ehemalige Kundin von mir an, die auch inzwischen auch den gleichen Sportclub eröffnet hatte, und sagt, hey Anja, ich möchte meinen Club verkaufen. Und sie, oh, ich muss mich hinsetzen. Das ist mein Traum gewesen. Oh. Ja, und sie hat immer davon geträumt, diesen Club von dir zu haben. Da hat auch meine Geschichte angefangen, ja. Also sie wurde erstmal Kundin und dann selber Franchise-Partnerin. Und dann sage ich, Anja, das ist doch kein Zufall, oder? Sagt sie, nein. Richtig, ich bin dann letztes Jahr im Dezember bin ich raus. Sie hat meinen Club übernommen und ich habe gesagt, ich mache jetzt nur Coaching mit meinen mit Bulimie-Betroffenen. Das ist mein Leben. Und das mache ich gerne, dafür stehe ich jeden Morgen gerne auf. Ja. Und ich denke mir, Mann, das war so einfach. Ja. Einfach. Also die Entscheidung war da, die Stimme war da, die Entscheidung war da und der Käufer war da. Und das war einfach viel zu einfach, hätte ich mir früher gedacht. Voll schön, ja. Das war genau das Gefühl, auf das ich mich bis auf... auch, sag ich mal, in jede Situation verlasse. Ja. Und das, was du gerade beschrieben hast, sind aus meiner Sicht auch diese Wunder, die dann entstehen und die auch von allein, also nicht von alleine, doch die ohne diese Anstrengung passieren und die dann auch in dein Leben kommen, ohne dass du direkt damit gerechnet hättest und eben auch gar nicht so viel Druck dabei hattest, sondern ein Anruf und du hast damit noch einen Menschen glücklich gemacht und sozusagen ihren Lebenstraum möglich gemacht, indem du diesen Zugang zu dir hattest und den auch ehrlich mitgeteilt hast. Ja, genau. Das sind doch diese Wunder, oder? Ja, und deswegen lohnt sich das, auf den Weg zu machen und einfach den Gedanken loszuwerden, dass es immer richtig sein muss. Ja. Für wen soll es richtig sein? Eigentlich für den wichtigsten Menschen in unserem Leben, nämlich uns. Ja, ja. Und das hat bei uns so viel entspannt und auch, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich bin so glücklich und ich trainiere nach wie vor in meinem Sportstudio und also ehemaligen jetzt. Und ja. Wow, das ist so schön, dass sie das so liebt und macht und es ist schön und ich fühle mich da wohl und ja, das war einfach das Richtige für mich. Cool. Das heißt, wann war so für dich der Startschuss mit allem, was du jetzt machst mit Seelenkannibalen? Wann war das für dich? Das war sofort. Also ich habe tatsächlich mit der Bulimie von einem auf den anderen Tag aufgehört. Und zwar, es war auch eine meine der größten Geschichte, würde ich sagen. Ich hatte an dem Tag mit meinem Mann gestritten und da war ich schon auf dem persönlichen Weg und mein Mann aber auch. Und wir haben uns so gestritten, dass ich auch gesagt habe, nee, das funktioniert nicht mehr mit uns.
Und wir streiten uns so viel und ich habe, da ist so viel Wut in mir noch und ich glaube, ich muss diese Ehe beenden. Und als er dann abends ausgegangen ist, mein Mann, habe ich mich hingesetzt und dachte mir, also von was willst du dich jetzt eigentlich trennen? Und ich habe mir gedacht, also der Abend, der wird einfach, das ist was Besonderes an dem Abend. Und ich habe mir dann ein Glas Rotwein eingeschenkt, Musik aus meiner Pubertät, aus meiner Jugend angemacht. Und das war so ein Abend für mich. Und ich dachte mir, also, nee, Benja, das ist nicht dein Mann, von dem du dich trennen willst. Das ist die Bulimie. Und deswegen bist du noch so wütend auf dich, weil sie noch da ist. Und die brauchst du eigentlich gar nicht. Und ich habe sie tatsächlich verabschiedet. Ich habe Kerzen angezündet und habe gesagt, so, ich lasse dich jetzt gehen. Ich habe mich bei ihr bedankt für alles, dass sie mir 20 Jahre gedient hatte. Und ich habe gesagt, jetzt kannst du gehen. Ich brauche dich jetzt nicht mehr. Jetzt möchte ich meinen Mann haben, mit meinem Mann ein schönes Leben haben und mit meinen Kindern. Und wir brauchen dich hier nicht mehr. Und ab dem Moment habe ich sie nicht mehr, gehörte sie nicht mehr zu mir. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich habe in einer anderen, ganz anderen Welt gelebt. Also mein Wohnzimmer war anders, mein Schlafzimmer war anders und alles hat sich einfach anders angehört. Und ich hatte das Glück, dass ich am nächsten Tag geschäftlich unterwegs war. Und ich bin dann mit dem Auto nach München gefahren und habe dann im Hotel übernachtet und dachte mir, okay, soll ich jetzt essen und einfach so ins Bett gehen? Macht man das so wie normale Menschen? Einfach essen und dann ins Bett gehen? Ja doch, das machen sie auch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das auch so. Ja, also wirklich so, weil es so fremd für mich war. Klar. Und ich bin dann ins Bett gegangen, aber am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, habe geschaut, okay, sehe ich noch ganz normal aus? Oder also auch selbst der Körper hat sich anders angefühlt, ja. Oh Gott, habe ich es hier zugenommen? Also die Gedanken hatte ich noch, glaube ich, Monate danach, ja. Werde ich jetzt zunehmen oder nicht? Oder habe ich jetzt eigentlich Angst davor? Oder ist das so? Oder will dein Körper einfach so sein, ja? Aber das war so auch so lustig, weil, aber auch schön, weil für mich hat da tatsächlich ein neues Leben angefangen. Und ich bin kurz danach schon, ich habe das schon damals erzählt, hallo Leute, ich bin jetzt 2 Tage clean und ich weiß, was ich in Zukunft machen möchte. Ich möchte anderen Menschen dabei helfen, da rauszugehen, da aus der Sucht auszusteigen. Und ich habe das dann auch gemacht. Ich habe dann meine Seite gegründet, ich habe gesagt, so, und auch wenn ich habe noch nicht, sage ich mal, noch nicht so lange clean bin, das ist mir egal, ich weiß, das ist richtig. Das soll so sein. Und mein Mann hat mir meine Webseite gemacht, die bis heute noch existiert. Und ja, das hat er dann für mich gemacht, und weil er gesagt hat, ja, das ist dein Ding. Das ist dein Ding. Und mach das einfach. Und dann hatte ich schon angefangen. Dann hatte ich schon meine ersten Kunden. Und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, ich habe gesagt, das ist meine Stimme. Und das ist der Grund, warum ich diese Bulimie 20 Jahre hatte. Genau deswegen, damit ich heute anderen helfen kann. Damit ich heute wirklich doch Vorbild sein kann. Und ich wollte auch so offen darüber sprechen. Das war mein Herzenswunsch, weil ich habe mich damit so oft versteckt. Und habe dann, ich weiß noch, als ich den ersten Versuch hatte, mir Hilfe zu holen, dann hatte ich 2 Psychotherapeuten aufgesucht und die konnten mir nicht helfen. Der eine wusste gar nicht, was Bulimie ist. Die andere hat gemeint, ja, dann hören Sie einfach auf damit. Die Leute haben keine Ahnung. Es muss jemand geben, der keine Ahnung hat. Und ich habe mir damals versprochen, wenn ich da jemals rausgehe, dann werde ich anderen helfen. Und das ist schon Jahre her, als ich das gesagt habe. Und ja, heute halte ich mein Wort. Ach, so schön. Ich fühle mich auch so verbunden, weil einfach auch so viele Parallelen von der Denke her
da sind und ich so die ganze Zeit spiegelst du mir so viele Sachen, die ich gefühlt ähnlich erlebt habe. Das ist einfach so schön. Ja, und ich denke, dass das dass es da draußen auch viel mehr solche Geschichten gibt. Na klar. Und ich erfahre heute, ja, ne, wenn ich dann Anfragen bekomme oder wenn ich irgendwo auftrete und darüber laut spreche, dann bin so erstaunt, wie viel das ist. Wie viel das ist. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass wir so einen Raum schaffen, wo man darüber offen spricht. Wie zum Beispiel über Diabetes. Ja, wo man einfach rausgeht und sagt, ja, ich hab's und wie kann es mir geholfen werden? Mhm. Ja, weil letztendlich finden wir sehr oft einfach die Hilfe bei anderen Menschen. Ja, ja. Ich habe mir diesen Satz in meinem Kopf, nur durch andere Menschen werden wir erfolgreich und nur zusammen können wir was schaffen und deswegen möchte ich laut darüber sprechen und einfach alle dazu motivieren, einfach aus dem Schatten rauszugehen und zuzugeben und zu sagen, ja, ich habe ein Problem aber möchte was dagegen machen. Und ich denke, dass es auch sehr viel erleichtert. Mir hat es sehr viel geholfen, ganz offen dazu zu stehen, weil ich mich einfach ich musste mich nicht mehr verstecken. Mir wurde einfach eine Last abgenommen. In dem Moment, wo alle wussten, war so eine Erleichterung da. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, ich glaube, es ist auch zusätzlich wichtig, um den Schritt zu gehen, darüber zu sprechen, beziehungsweise natürlich auch irgendwo sich selber erst einmal richtig ehrlich einzugestehen, was ist hier eigentlich gerade los in meinem Leben, dann ehrlich darüber zu sprechen. Das ist ja im Grunde auch das, was es für jegliche Form von Unterstützung möglich macht, zu unterstützen. Mhm. Und ich glaube, dieses Verständnis zu haben, warum es auch für einen selber, für diesen eigenen Heilungsweg so wichtig ist, offen und ehrlich und wenn es erstmal im Kleinrahmen ist, über sich zu sprechen, das ermöglicht ja anderen, wirklich unterstützen zu können. Ja. Das fand ich auf jeden Fall auch ganz, ganz wertvoll und wichtig, weil so wie du auch eben gesagt hast, okay, also bei dir war es der Fall, die hatten keine Ahnung, was Bulimie ist. Bei mir war es der Fall, ich war nicht ehrlich, also konnte mit mir niemand arbeiten, ne? Weil dann immer noch Schauspiel und Fassade und Maske aufgesetzt. Doch egal in welche Richtung, ich glaube, das ist auch hilfreich zu verstehen, dass meine Unterstützer mit dem oder mich damit unterstützen können, was ich ihnen gebe, in Form von was ich sage und wie ehrlich ich auch bin. Mhm. Das, glaube ich, ist ganz wertvoll für einen selbst. Ja, 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 ja. Und vielleicht hilft da auch, sage ich mal, diese Denkweise, dass wir zwar Gedanken haben, aber wir sind ja nie die Gedanken und wir handeln, aber wir sind nie dieses Handeln, sondern es handelt einfach in uns und auch das, was wir sagen, wir sind nicht diese Worte, aber wir haben diese Worte und ich denke, das hilft dabei, so diese Schuldgefühle von sich selber wegzuschieben, denn es ist einfach was in uns, das ist unsere Seele und die wurde vielleicht mal verletzt, das ist alles gut, aber es hat alles einen Grund, warum das so passiert ist. Und mir hat es sehr geholfen, zu denken, du hast diese Gedanken, aber die gehören nicht zu dir. Sondern das will gerade gedacht werden. Und das will gedacht werden, weil du was damit anfangen solltest, irgendwas dadurch lernen solltest. Und in dem Moment, wo ich wusste, dass ich mein Leben mit Freude fühlen möchte, dann habe ich mich gefragt, war der Gedanke gerade stimmig mit meinem Wert? Mhm. Und da konnte ich das einfach drehen in dem Moment. Ja. Aber ich musste ihn erstmal isolieren sozusagen, ihn aus meinem Kopf, oder ich musste ihn erstmal als
fremd sehen. Also nicht mein, sondern es ist ein Gedanke da, okay, den hole ich jetzt hier raus aus dem Kopf, schaue mir dann an und den mache ich dann schön und tue ihn wieder rein. Ja. Wie so ein Zauberstab, der die Gedanken rausziehen kann. Ja, genau. Also den will ich jetzt hier isolieren und dann schön malen, anmalen und dann wieder reinpflanzen. Und ja, ich habe mit diesem Bild eben so oft gearbeitet. Ach, ich danke dir so sehr wirklich für alle Impulse, die du mitgegeben hast, die du auch so ehrlich und offen mit uns geteilt hast. Ich glaube, dass es sehr, sehr wertvoll ist, für andere Menschen zu hören, weil es sicherlich irgendetwas in dem Menschen berührt und auch zum Nachdenken bringt. Und das allein, glaube ich, ist schon wahnsinnig wertvoll, damit ich überhaupt erstmal anfange, bestimmte Dinge anders zu betrachten oder mir selber auch erlaube, mal anders darüber zu denken oder mich in einem anderen Licht zu sehen. Deswegen finde ich es auch ganz, ganz wertvoll, dass du deinen Erfahrungsschatz mit uns geteilt hast und würde dir jetzt gerne so abschließend noch drei kleine Fragen stellen. die finde ich persönlich auch nochmal ganz spannend und ich glaube auch für einen selber immer ganz spannend, immer mal wieder drüber nachzudenken. Was bedeutet denn heute, aus deiner heutigen Sicht, in deinem heutigen Bewusstsein, was bedeutet generell Heilung für dich? Heilung. Heilung bedeutet für mich, das eigene Potenzial zu finden und das eigene Ich zu finden. Ja. Danke. Und was würdest du deinem früheren Ich, was würdest du heute deinem früheren Ich mit auf den Weg geben wollen? Höre nie auf deine Intuition zu hören. Höre nie auf deine Intuition zu hören. Und dass du immer genug warst. Und dass du immer richtig warst und dass du schön warst, so wie du warst. Oh, schöne Worte, ja. Die letzte Frage ist, das kannst du ganz frei gestalten, einfach etwas, was du den Zuhörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest. Das kann es kann jegliche Art von Ressource sein, ob das jetzt ein Film ist, ein Buch, ein Zitat, doch etwas, was du sagst, das hat mir geholfen auf meinem Weg dieses Heilungsprozesses oder auf dem Weg zurück zu mir, was du unbedingt anderen ans Herz legen möchtest, weil es dich so bereichert hat. Es waren sehr viele Bücher, muss ich wirklich zugeben. Bis heute lese ich so viele Bücher über Intuition und auch Persönlichkeitsentwicklung und auch Gefühle. Und es gab aber damals ein Buch, was mir sehr geholfen hat am Anfang, und das war die 7 Schleier vor der Wahrheit von Rüdiger Schache, glaube ich. Und das hat mir damals geholfen, die Perspektive zu wechseln, in die Beobachterrolle zu gehen. Ah, ja, spannend. Und, ja, 7 Schleier vor der Wahrheit, also wirklich ein kurzes Buch, aber wirklich so, das ist so, der Inhalt ist mir sofort ins Herz gegangen. Also mit dem Buch gehe ich schlafen. Ja. Ich muss da unter das Kissen. Das muss unter das Kissen. Ja, es sind wirklich sehr viele. Das Buch Katie Barron. Lieben, was ist? Ja, genau. Ja, das auch, genau. Hat mir auch sehr geholfen. Und dann ein Buch, was auch mit Ernährung zusammenhängt, war Was die Seele essen will von Julia Ross. Und das ist auch ein Augenöffner.
auch für mich gewesen, wo ich gesagt habe, wow, das ist richtig, und habe mich dann auch so nach ihren Vorgaben ernährt sozusagen. Ja. Mm. Ja. Ach cool, richtig tolle Tipps, auch zwei Bücher dabei, die ich auch nicht kenne, also total toll, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch immer über Empfehlungen, über Buchempfehlungen, da die Auswahl eben so groß ist und ich dann am liebsten Bücher nehme, die mir andere einfach empfehlen aus Erfahrung. Also vielen, vielen Dank für deine Inspiration. Sehr gerne. Und alles, was du gesagt hast, alles, was es natürlich auch über dich gibt, finden alle, die zuhören, in den Shownotes zu dieser Folge, damit sie nur einen Klick von dem nächsten Schritt im Grunde entfernt sind, um es auch so einfach wie möglich zu machen. Und ich möchte dir auch nochmal von ganzem Herzen für wirklich deine Offenheit, dein Vertrauen, also damit auch verbundenes Vertrauen danken. Und hör weiterhin auf dein Herz, denn du strahlst auf jeden Fall heutzutage. Und ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass du deinem Herzen folgst. Von daher wünsche ich dir natürlich nur das Beste für deinen Weg. Und bin gespannt, was sich in den nächsten Jahren tut, weil ich glaube, dass sich generell auch gesellschaftlich sehr, sehr viel verändern darf, verändern wird. Und ich glaube, dass auch jeder, auch mit dem, was heute schon da ist und was jeder so alleine oder auch schon gemeinsam mit Team oder ähnlichem macht, dass das alles schon so die Basis dafür legt, was zukünftig noch passieren wird. Und das finde ich halt ganz, ganz großartig. Deswegen danke für deine Arbeit, dein Sein und dass es dich gibt. Dankeschön. Teile gerne bei Instagram oder auch in unserer Facebook-Gruppe mit mir, mit anderen Menschen, was du aus dieser Folge ganz konkret für dich und deinen Weg mitgenommen hast. Du findest alles in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Ich freue mich, wenn wir uns schon bald wieder im Podcast hören. Sende dir Sonne aus Marokko. Ein Hoch auf uns, deine Kira.